Robin? Ja? Ah, da bist du. Ja, ich habe mir das abgeguckt von dem Kameramann von Leon Marchel, wie man sich versteckt. Ah, hi. Ey, ich habe gerade ein richtig hartes Problem, ne? Du gehst durch die Stadt und egal in welche Richtung du dich drehst, es gibt keine Richtung, aus der nicht irgendwie eine Vagina auf deinen Schwanz springen will. Es ist so nervig, oder? Okay, ja. Kennt man, es ist so nervig. Mach jetzt mal ein schönes Tutorial und zeig den Leuten, wie man schafft, dass Frauen einen nicht mehr so permanent ansprechen. Okay, gut. So, ich habe da mal was mitgebracht. Hier. Ja. Guck, der Frauenverkrauler 3000, Coitus Preventus, mit dem wird jeder Flirt gestört. Kennst du sowas? Hast du schon mal sowas gesehen? Ja, ich, sieht man ganz schon. Selten. Ja. Guck mal, wie auch schön verarbeitet ja, warte, das ist. Das Rad ist schon ein bisschen schief, aber das ist wirklich was ganz Kostbares. Du bist einfach unsichtbar für jedwede Person, die irgendwie gedenkt, ihren Stammbaum zu erweitern. Das ist richtig wie für mich gemacht. Sag keine Frau, die dich mit diesem Ding sieht. Egal, was du mit dem Ding machst, du kannst Frauen damit nicht beeindrucken. Es ist so geil. Hier, völlig unbeeindruckt. Hey, schaut, ich bin beeindruckt. Keinen interessiert's. Es ist perfekt. Oh! Das war jetzt eine Impression der Frauen, wenn sie mich sehen. Nicht Ladies. Da riecht sich nichts. Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Wir suchen einen Sponsor. Meldet euch einfach bei AIDS-Prävention. Meldet euch einfach, wenn ihr Geld habt und ein Produkt habt, das vermarktet werden muss. Ja. Wir nehmen alles. Wir nehmen alles, aber keiner nimmt mich heute. Oh, Vorsicht, hier ist ein Stuntfahrer. Oh, fast. Man spürt in Echtzeit Vaginen trocknen, ich sag's euch. Nein, ich darf gar nicht cool aussehen. Nehmt das zurück. Danke. Ich kann halt mittlerweile echt richtig gute Tricks. Ich kann zum Beispiel einen Shifty. Da dreht man sich in eine Richtung und wieder zurück. So hier. Shifty. Wenn die Frauen auf mich zukommen, denken, oh, das ist aber ein hübscher Kollege so. Und dann gucken sie an mir runter und denken, bäh! Genau, das ist ein Shifty. Oh, Shifty! Keinen interessiert's, es ist perfekt! Was habe ich gesagt? Es ist perfekt! Hallo! Ich finde es schön, dass wir eine Telefonnummer haben. Nein. Geheiligt sei dieses Gerät. Geil, ne? Ey, wenn du dich auf den Boden legst, kann ich ein Yo Olli über dich machen. Nein, nein, lieber nicht. Das ist witzig, weil die war sehr jung. Und Yo Olli hat eine 13-Jährige gefickt. Jetzt? Reproduktion mit mir? Nicht so? I rest my case. Das ist jetzt ein kleiner Sprung für Deutschland. Aber ein großer Sprung für die Jungfräulichkeit! Perfekt! Abonnieren, sabustrieren, kastrieren. Ich bin raus. Olli hat eine 13-Jährige gefickt. Aber man soll keine Videos hochladen, wo man fälschliche Sachen sagt. Aber die 13-Jährige hat er gefickt. Der klagt die alle weg, die falsche Sachen über ihn sagen, der Olli. Aber das darf man über ihn sagen. Naja, das hat er selber gesagt, dass er eine 13-Jährige gefickt hat.